Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast Mensch vor Marge mit der IG Metall durchs Homeoffice. Ich freue mich ganz besonders, mit dir, Kilian Krumm, IG Metall Gewerkschaftssekretär und Mitglied im Siemens-Team, durch diese Sendung zu führen. Ja, hallo Regina. Auch an die Zuschauerinnen und Zuschauer herzlich willkommen, schön, dass Sie wieder dabei sind. Mit mir Regina Kadandal, zweite Geschäftsführerin der IG Metall Berlin und ebenfalls Mitglied im Siemens-Team. Und heute wollen wir uns unterhalten über Bewegung im Homeoffice, glaube ich. Ja? Genau, Bewegung ist heute unser Thema, weil viele Menschen, die im Homeoffice sitzen, dann Stunden von einer Videokonferenz in die nächste schalten, sich viel weniger bewegen als früher, nämlich nur noch vom Bürostuhl zum Badezimmer oder zur Küche, aber so der tägliche Weg, wo man spazieren geht, der fällt häufig aus. Kilian, wie machst du denn das mit der Bewegung? Ich schaue, dass ich tatsächlich schon in der Woche auf so meine 10, 15 Laufkilometer komme. Das war auch so quasi mein Standard quasi außerhalb der Corona-Pandemie, aber das ist natürlich schon schwieriger geworden, weil erstens hat man die Situation der Ausgangsbeschränkung, gerade bei uns in Bayern ganz stark, auch mit festen Uhrzeiten, wo man halt abends einfach, wenn man bis 20 Uhr arbeitet oder kurz zuvor nicht mehr rauskommt. Und dann natürlich auch die Wintermonate und das war schon schwer. Also ich habe mir dann schon überlegt, was kann man vielleicht anderes machen, wie kann man Bewegung in der Wohnung stattfinden lassen. Ja? Das finde ich ein wichtiges Stichwort. Bewegung in der Wohnung, weil ich sag mal, das Wetter ist immer sehr wechselhaft. Wir haben jetzt den Frühjahr und dann ist es ja auch so, dass nicht viele Menschen oder nicht alle Menschen finden jetzt Laufen oder Joggen toll, so wie du das beschreibst. Ja, aber was heißt denn Bewegung in der Wohnung? Was haben wir da anzubieten, Kilian? Ja, dazu habe ich mal eine Freundin von mir gefragt und die hat einfach mal ihre Sportmatte mitgebracht und hat gesagt, sie will uns jetzt einfach mal zeigen, was man da so tun kann und deswegen viel Spaß damit. Guten Tag, ihr Lieben. Allen voran würde ich eine kleine Vorstellungsrunde machen, damit ihr auch wisst, wer euch durch das Video begleitet. Ich bin Maren und zu meiner Rechten habe ich den Andi. Wir haben die Ehre, wir dürfen ein kleines Video für euch drehen. Wir sitzen ja alle zurzeit im selben Boot, sind sehr oft daheim, machen alle Homeoffice. Ich bin duale Studentin, deswegen weiß ich, wie das ist. Dass man nicht so oft das Haus verlässt und sich zum Sport motivieren kann, dadurch, dass die Studios geschlossen sind und man vielleicht auch nicht seiner Ballsportart nachgehen kann. Deswegen hätte ich gesagt, dass wir ein kleines Video für euch machen, so was Kräftigung, Mobilisation, gerade für wichtige Muskelgruppen angeht, wenn man eben oft am Schreibtisch sitzt und diese Fehlhaltung, ihr kennt die vielleicht, diesen runden Buckel macht. Und da werden wir eben dagegen vorgehen und euch ein paar Übungen zeigen. Und ja, wie gesagt, dann würden wir gleich anfangen mit der ersten Übung. Und zwar dürft ihr da euch einen Stuhl zur Hand nehmen. Und wer hat optimalerweise ein Mini-Tellerband? Das sind diese, genau. Dann dürft ihr euch das einmal umbinden oder ummachen. Genau, entweder ihr lasst es unter den Knien oder oberhalb der Knie. Eigentlich könnt ihr zwei wählen. Und dann dürft ihr euch natürlich hinsetzen. Das könnt ihr auch am besten während der Arbeit machen, also immer mal wieder, so 10 Minuten lang. Und zwar versucht ihr, also die Füße sind so 20 cm, zwei Fäuste voneinander weg, und ihr versucht mit den Knien eben nach außen zu drücken. Der Beckenboden ist angezogen, der Rumpf und der Core ist angespannt. Rücken gerade und man richtet automatisch quasi seinen Rücken auf. Genau. Was ihr natürlich hier dann noch seht, ihr könnt hier noch die Schulterblätter nach hinten nehmen und dadurch habt ihr eigentlich schon die perfekte Haltung, wie ihr eigentlich idealerweise den ganzen Tag vor dem Computer oder auch daheim sitzt. Ja, das Lümmeln ist dann jetzt erstmal vorbei. Ja. Das heißt, mit so einem Miniband, das kriegt ihr im Prinzip, könnt ihr euch online oder in jedem Sportgeschäft auch kaufen, die sind ziemlich günstig. Und dadurch habt ihr immer den Vorteil, dass das Band euch die Rückmeldung gibt, ob eigentlich noch der Beckenboden, ob euer unterer Bauch noch angespannt ist oder nicht. Das Wichtige ist einfach, den unteren Bauch muss man im Prinzip sehr stark trainieren, weil der ja eigentlich diese Verbindung zwischen Bein und Oberkörper ist. Und in dem Moment, wo der Bauch einfach nicht angesteuert wird, muss einfach alles der Rücken halten. Ja? Und es ist natürlich viel einfacher für den Körper, wenn der Bauch stützt, als wenn der Rücken ziehen muss. Ja, deswegen kann ich euch nur empfehlen, holt euch so ein Band und könnt einfach alle Stunde für 5 Minuten, stellt euch den Wecker
eben das Band rummachen und dadurch schon mal die gute Körperhaltung einfach dadurch ansteuern. Und hier eben, wie gesagt, einfach immer noch aktiv wieder die Rücken, Schulterblätter hinten zusammenziehen. Und dadurch könnt ihr dann einfach noch besser aufrecht diese Sitzhaltung üben. Und je häufiger ihr das macht, wenn ihr das jeden Tag ein paar Mal trainiert, dann wird es einfach ein Automatismus bei euch und ihr könnt dadurch halt eure ganze Sitzhaltung deutlich verbessern. Es ist natürlich so, dass ihr die Muskulatur meistens nicht nur zu schwach ist, weil sie nicht benutzt wird oder angesteuert wird, sondern eben auch oft einfach verkürzt ist, einfach durch die Sitzhaltung. In dem Moment, wo man auf dem Stuhl sitzt, ist hier der Hüftbeuger immer verkürzt, ja, und dadurch gewöhnt sich natürlich der Muskel dran. Und dafür zeigen wir euch jetzt noch drei Übungen, wie ihr einfach eure Muskulatur dehnen könnt, mobilisieren könnt, damit ihr die wieder in die ursprüngliche Länge holt, dass ihr einfach dadurch wieder ein angenehmeres Körpergefühl auch habt. Die erste Übung, die wir euch zeigen, dafür braucht ihr einen Besenstiel oder vom Wischmopp oder irgendwie eine Stange. Gibt es auch in der Drogerie, kann man auch einfach normal vom Besen zum Besenstiel kaufen. Und zwar machen wir damit Shoulder Rotation. Oft ist ja eben so, durch diese Vorderrotation der Schulter ist hier eben auch meistens alles verkürzt. Ja? Das heißt, man kommt gar nicht in eine richtig schöne aufrechte Haltung mehr. Und eben durch diese Shoulder Rotation schafft man es eben, diese Schulter überhaupt erstmal wieder so weit aufzudehnen, dass man hier eine aufrechte Haltung reinbekommt. Genau, ihr nehmt einfach den Besenstiel, lange Arme und dann immer komplett mit langen Armen um den Körper rotieren. Genau. Das heißt, am Anfang habt ihr einen relativ breiten Griff, ja, so wie es ihr eben für euch schafft. Ihr merkt dann wahrscheinlich erstmal einen leichten Zug in der Schulter. Und wenn ihr dann merkt, es wird langsam immer ein bisschen wärmer und weicher, könnt ihr immer ein Stückchen weiter nach innen greifen, damit ihr halt immer mehr in diese Dehnung reinkommt. Davon könnt ihr wirklich 20, 30, 40 Wiederholungen machen, um einfach erstmal hier schön die Schulter aufzudehnen. Würde ich euch auch immer empfehlen, bevor ihr dann später mit den Kraftübungen anfangt, immer noch diese drei Mobilisierungsübungen, die wir euch jetzt zeigen, vorweg zu machen, damit ihr einfach da euch auch nicht verletzt bei den Kraftübungen und einfach auch wieder dem Körper die Länge zurückgibt. Weil der Körper gibt euch erst die Länge zurück, wenn er sich wieder sicher fühlt, dass ihr damit im Prinzip auch umgehen könnt. Ja? Also da ist es einfach so, Übung macht den Meister. Genau. Und ja, deswegen kann ich euch wirklich nur empfehlen, das jeden Tag zu machen. Genau, die zweite Übung braucht ihr noch weniger, im Prinzip erstmal nur eine Wand. Und zwar machen wir Wall Squats. Ja. Und für die Wall Squats empfehle ich euch auch, nehmt auch hier gleich schon mal dieses Band nochmal um die Knie rum. Genau, ich mache es jetzt mal hier, damit ihr das auch gut seht. Und zwar steht ihr so faustbreit oder zwei Fäuste wieder von der Wand weg, also stellt ihr die Wand vor. Und zwar geht ihr ganz normal bei der Kniebeuge oder beim Squat. Ihr habt die Arme lang gestreckt und geht nach unten. Wichtig dabei ist, oder das so drin, wichtig dabei ist, das Gewicht ist auf den Fersen. Ihr versucht, die Fersen in den Boden zu drücken und versucht genau gestreckt zu bleiben. Genau, auch hier immer die Knie wieder nach außen schieben, dass ihr hier wieder Spannung auf die seitlichen Po-Muskel auch bekommt und die Arme bleiben immer lang. Das heißt, die Arme könnt ihr direkt an die Wand ablegen und dann versucht ihr einfach so tief zu gehen, wie es für euch möglich ist. Am Anfang kann es sein, dass ihr vielleicht nur ein paar Zentimeter tief kommt, ist kein Problem. Dann behaltet erstmal die Länge bei und ihr werdet merken, je häufiger ihr auch diese Übung macht, die Wall Squats, umso tiefer werdet ihr kommen. Es geht gar nicht darum, jetzt immer gleich mit dem Po auf den Boden zu kommen, sondern erstmal nur in diese Bewegung überhaupt reinzubekommen. Und das ist halt eben das Gute bei dieser Mobilisationsübung. Ihr könnt euch richtig schön Länge in den Rücken holen. Dadurch, dass ihr hier Arme lang macht und den kompletten Brustkorb aufmacht, bekommt ihr richtig schön Länge. Ja? Das heißt, die Wirbel werden mal wieder ein bisschen auseinandergezogen, die ganzen Rückenstrecker wird auseinandergezogen. Ihr könnt auch, geh nochmal mit in den Brustkorb. Ihr könnt auch einfach mal für unten 5-10 Sekunden halten. Genau, ihr müsst eben, wie gesagt, gar nicht so tief, aber ihr seht, wie hier jetzt diese ganze Rücken dann aufmacht und auch der ganze Hüftbeuger hier dann langsam wieder bewegt wird, der ja sonst normalerweise immer nur angespannt ist durch Sitzen. Genau. Also
Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Übung. Die könnt ihr dann auch jede Stunde einfach mit reinmachen. Würde ich immer nach der Shoulder Rotation machen, dass ihr hier schon mal die Länge in der Schulter habt durch die Shoulder Rotation. Und dann könnt ihr in den Wall Squat gehen. Genau. Als dritte Übung zeigen wir euch nochmal eine richtig gute Öffnungsübung auch hier für den Hüftbeuger. Wie gesagt, immer durch dieses Sitzen ist der hier immer verkürzt, immer auch Spannung. Und den wollen wir jetzt eben auch aufmachen. Genau. Das heißt, genau. Und das schaffen wir mit einem Ausweichschritt. Dann versuchen wir den Ellenbogen auf den Spann. Wenn es sich ganz runter geht, ist auch nicht schlimm. Und das Wichtige ist dann eben hier das Aufdrehen. Beide Richtungen. Genau, dadurch habt ihr einerseits eben erstmal die Dehnung im Hüftbeuger. Auch hinten, das hintere Bein bleibt immer lang. Ja? Und gleichzeitig durch dieses Aufdrehen nochmal eine schöne Rotation in der Wirbelsäule. Und das ist zum Beispiel auch sehr gut für euer ganzes Fasziensystem, die ja sonst auch oft verklebt sind. Ja? Das heißt, entweder ihr könnt dann zum Beispiel auch mit einer Black Roll arbeiten oder eben zum Beispiel einfach durch dieses Dehnen, Aufdehnen. Und durch diese Rotation wird eure Wirbelsäule einmal komplett wieder gedreht. Ja? Und dadurch könnt ihr einfach auch wieder ein bisschen mehr Mobilität einfach hier oben im oberen Brustbereich bekommen. Hier ist es einfach noch wichtig, wenn ihr die Übung macht, dass im Sprunggelenk im Prinzip der Winkel ist so circa 90 Grad ist zwischen Fuß und Schienbein. Das heißt, wenn ihr zu nah einfach mit dem Fuß an euren Schwerpunkt reinkommt, hättet ihr eigentlich nur eine Dehnung dann in der Wade, weil ihr dann hier zu spitz werdet im Knie. Aber achtet einfach ungefähr 90 Grad. Das ist eigentlich eine gute Option. Genau. Und die Übung, die könnt ihr auch einfach 10 Mal, 20 Mal pro Beinseite machen. Kein Problem. Einfach wie es für euch passt, wie ihr es in eure Routine reinbekommt. Wie gesagt, das Allerwichtigste ist einfach Kontinuität. Ja? Lieber 5 bis 10 Minuten was machen und das dann sehr regelmäßig, ein, zwei Mal am Tag, als einmal in der Woche eine Stunde Yoga und dann die anderen 6 Tage gar nichts, weil dann kann der Körper das nie adaptieren. Ja? Dann seid ihr zwar nach der einen Stunde ziemlich mobil und irgendwie auch wieder offener, aber schlussendlich an den anderen Tagen hat das verloren. Deswegen empfehlen wir euch auf jeden Fall lieber jeden Tag ein bisschen was und steigert euch dann Stück für Stück, wenn ihr euch sicherer fühlt, wenn ihr natürlich auch merkt, dass es euch dadurch besser geht und versucht einfach diese Routine im Prinzip für euer restliches Leben beizubehalten. Genau. Das waren jetzt im Prinzip die Übungen, die ihr jederzeit von zu Hause, im Büro, egal wo ihr seid, immer machen könnt, vor allem zur Mobilisierung als kleines Warm-up auch. Und im zweiten Video zeigen wir euch jetzt nochmal dann richtig schöne Übungen, wie einfach, wenn ihr dann warm seid, eure Muskulatur kräftigen könnt, damit die natürlich euch dann auch besser stützt und ihr dadurch natürlich auch weniger Rückenschmerzen zum Beispiel bekommt, weil einfach die Rückenmuskulatur stärker wird, weil wir die Beinmuskulatur stärken, könnt ihr halt eine bessere Sitzhaltung einnehmen. Das heißt, da zeigen wir euch gleich nochmal die richtig harten Übungen, die anderen Übungen auch bitte immer machen. Und ansonsten wünschen wir euch natürlich viel Spaß beim Mitmachen und wir hoffen, ihr seid dann beim zweiten Video auch mit dabei. Perfekt. Tschüss, Dankeschön. So, das waren jetzt interessante Minuten voller sportlicher Betätigung und ich freue mich, wenn Sie vielleicht Lust darauf hätten, daran anzuschließen. Wie immer gibt es die Möglichkeit, hier unten unter dem Link weitere Informationen zum Thema zu bekommen. Sie können sich dort anmelden, es wird eine weitere Stunde geben. Und da werden wir dann weitere Übungen machen. Und bis dahin freue ich mich, wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund, bleiben Sie sportlich, bis zum nächsten Mal.